Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte ja letztens, beziehungsweise vor einiger Zeit, schon mal gefragt, ob jemand vielleicht daran Interesse hätte, dass ich ein Video über Cosplay mache. Und ein paar meinten ja, und dann dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal. Ja, also ich dachte, ich zeige so ein bisschen, was ich so für Cosplays habe oder generell für Sachen, die mit Cosplay zu tun haben und so. Und auch, wie ich ein bisschen so gemacht habe und. Ja, also erstmal, ich habe bisher zwei fertige Cosplays und eins, das fast fertig ist, aber bei den letzten Sachen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das machen soll. Deswegen, ja, weiß ich auch noch nicht, wann das fertig wird, aber ja. Also als erstes zu den fertigen Cosplays. Da hätte ich als erstes, ja, so, das Cosplay, muss ich sagen, habe ich teilweise, beziehungsweise größtenteils. Naja, was heißt größtenteils? Ich glaube eigentlich fast ganz, ja doch, gekauft, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie ich es machen soll. Und es war auch mein erstes daher. Ja. Und zwar ist das ein Naruto-Cosplay. Also, natürlich ist das jetzt hier. Ich konnte die Kamera nicht so weit wegstellen, dass man es besser erkennt, aber ja, hier ist halt, ja, die Jacke und die Hose da drin. Die habe ich halt gekauft. Ich glaube, es war runtergesetzt ein bisschen. 36 € habe ich, glaube ich, bezahlt für beides. Und bis darauf, dass das hier ist und auf der anderen Seite nochmal, weil eigentlich ist es nur auf einer Seite, finde ich sehr gut gemacht. Und ja, es war mir nur ein bisschen zu groß. Ich hatte ja dazu ja auch mal ein Unpacking gemacht. Also hier, die Arme waren zu breit, obwohl ich schon die kleinste Größe genommen hatte. Aber das konnte man einfach umnähen, war so kein Problem. Und ja, ansonsten war ich sehr zufrieden damit. Und ja, ich habe aber eine weibliche Version gemacht, da Naruto sich ja auch im Anime verwandeln kann. Und dann dachte ich mir, kann ich gleich eine weibliche Version machen? Vielleicht mache ich auch irgendwann noch die männliche. Ja, jedenfalls habe ich dann hier diese blonde Perücke dazu. Die sieht jetzt nicht ganz so blond aus, wie sie eigentlich ist. Also die ist schon relativ gelblich. Ja, ist so eine längere mit bisschen lockenmäßig unten dran. Und ja. Ich glaube, mehr gehört dazu auch gar nicht mehr. Irgendwo hatte ich noch ein Kunai, aber ich weiß gerade nicht, wo es ist. Also, ja. Ja, dann das zweite Cosplay. Ja, da habe ich gerade gemerkt, dass von dem zweiten Cosplay einige Sachen in der Wäsche sind, leider Gottes. Ja, doof, dass ich das nicht vorher gemerkt habe, aber ist jetzt egal. Also das zweite Cosplay ist Shizuku aus Hunter x Hunter. Ich kann jetzt auch leider keine Bilder einblenden, da ich mit meinem Tablet aufnehmen muss und ich habe da nicht wirklich so ein Programmdings kriechen und weiß auch nicht welches. Naja, jedenfalls gehört dazu dann diese schwarze kurze Perücke. Und ja, dann habe ich hier ihren Anhänger, den habe ich selber gemacht. So, ja, sie hat ja so einen Kreuzanhänger, so ein verkehrt rumes Kreuz. Ja, und diese Ketten habe ich halt im Baumarkt gekauft und das Kreuz habe ich aus Fimo gemacht, ist leider im Ofen ein bisschen schief geworden. Das nervt mich immer noch ein bisschen, aber naja, was soll man machen? Ja, es war allerdings ganz schön Arbeit, es dann da dran zu bekommen, weil ich muss das hier so aufbiegen. Man sieht, das ist auch nicht 100% zu, weil diese Dinger sind einfach voll schwer. Ich konnte die keinen Millimeter bewegen. Also hat mein Vater dann gemacht in größter Mühe, aber ich bin ihm sehr dankbar. Ja, und dann ist das so geworden. Also bis auf, dass es ein bisschen schief ist, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Also, ich finde es ganz gut gelungen. Und ja, dann hatte ich auch noch, sie hat an den Handgelenken auch noch mal so Ketten. Habe ich hier auch noch welche. Ist immer ein bisschen schwer, da so reinzukommen, aber es geht. Ja. Ja, und die Klamotten ist dann halt einfach ein schwarzer Rollkragenpulli. Ich glaube, ich habe den bei New Yorker gekauft. Und sie hat auch einfach so ähnlich wie eine Jeans an. Halt einfach so eine dunkelblaue Hose, die habe ich, die hatte ich schon, genau, die hatte ich einfach schon und dachte mir, die passt super. Ja. Ach so, ah, genau, wegen Schuhe. Fällt mir noch ein. Ganz vergessen, bei Naruto zu zeigen. Ich hatte diese Sandalen hier genommen. Einfach sowas Ähnliches, weil ich sowas Richtiges jetzt nicht gefunden hatte und die im Internet waren ein bisschen zu teuer und ja. Für Shizuku habe ich einfach diese Schuhe genommen. Die hatte ich halt schon und ich muss sagen, bei Shizuku fand ich die Schuhe jetzt nicht so ausschlaggebend und ich hatte keine Zeit mehr, weil ich es für die Frankfurter Buchmesse machen wollte. Und dann habe ich einfach welche genommen in so einer ähnlichen Farbe. Also ihre sind halt türkis. Wahrscheinlich mache ich auch noch irgendwann welche, aber so fürs Erste hat es gereicht. Und ja. Ja, genau. Dann noch zum, na, letzten Cosplay. Das noch nicht ganz fertig ist. Es fehlt nicht mehr allzu viel, aber ja.
Das habe ich aber größtenteils selber gemacht, beziehungsweise meine Mutter hat mir sehr viel geholfen, da ich nicht so wirklich nähen kann, aber ich bin dabei, es zu lernen. Ja, und zwar ist das ein Cosplay von Hisoka, auch aus Hunter x Hunter. Ist ja mein Lieblingsanime. Ja, ich kann es hier mal so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, man sieht das irgendwie mit dem Licht. So. Ja, ich nehme das jetzt auch gleich nochmal vom Bügel runter. Und erstmal hier, ja, die rote Perücke dazu. Ich habe eine Version gemacht, wo seine Haare nicht nach hinten gegelt sind, weil ich das ein bisschen schwer finde. Da braucht man echt eine gute Perücke, würde ich sagen, weil sonst sieht das am Ansatz ziemlich merkwürdig aus, ich weiß nicht. Und da dachte ich mir, mache ich erstmal diese Version. Also es gibt halt so eine Szene irgendwie, da war er gerade nach dem Baden und seine Haare waren dann nicht gestylt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, mache ich das so. Ja, und dann, so, nehme ich das mal vom Bügel runter. Ah, ich kann auch erstmal die Schuhe zeigen. Ja. Schuhe hatte ich halt auch welche von meiner Mutter einfach genommen. Wir haben die gleiche Schuhgröße, deswegen hat es gepasst. Und zwar diese hier. Also ich fand, die waren für Hisoka ziemlich gut. Seine sind vorne ein bisschen spitzer, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und ja. So. Ja. Dann hatte er Socken. Aber bei den Socken bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Farbe. Die ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich habe welche gekauft hier, aber die Farbe finde ich noch nicht so ganz perfekt. Und außerdem hat er noch so Streifen drauf. Da muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich kaufe ich da nochmal neue. Ja, dann die Hose. Ja. Da habe ich einfach irgendeine Hose. Ich weiß nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Ja, die sahen halt so ähnlich aus. Und dann, ja, habe ich die einfach gekauft. So einfach eine weiße, schlabberige Hose. Und auf die Knie habe ich dann hier diese, ja, Dinger genäht, das, die konnte man auch aufbügeln, aber ich habe sie dann drauf genäht. Das ist so ein bisschen filzartig. Ich fand, das hat ganz gut gepasst. Und ja. So. Ja, unten drunter, man sieht nicht so ganz, was er da anhat, aber es ist halt irgendwie so, dass sein Bauch dann so rosa-mäßig ist. Deswegen habe ich einfach für unten drunter so einen rosa Top. Wäre halt ganz gut, wenn die Socken dann das gleiche rosa hätten, aber ja, muss ich mal gucken. Ja, und dann halt das Wichtigste, sein Oberteil. Ja, das hängt noch auf dem Bügel. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ja, es ist halt so ein bisschen kürzer, dass man halt den Bauch sieht. Und ja, das habe ich so gemacht. Ich habe einfach ein ganz normales Basic-T-Shirt in Schwarz gekauft. Auch hier extra in Größe L, damit das so ein bisschen mehr absteht, sage ich mal. Und dann die Arme abgeschnitten und auch so den Kragen so ein bisschen ausgeschnitten und auch ein bisschen kürzer, mussten wir es auch noch machen. Und ja, dann hat meine liebe Mutter diese, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, diese röhrenartigen Dinger hier genäht. Sie meint, das war ganz schöne Arbeit. Ich konnte ihr dabei leider nicht helfen, weil ich ja, nee, nicht so gut bin, aber ich fand, das ist sehr gut geworden. Es hätte ein bisschen eine dunklere Gelb sein können, aber auf der Kamera sieht es auch noch mal ein bisschen heller aus. Ja. Die waren hier halt überall. Und dann der Kragen hier oben ist so ein dickeres Gummiband einfach. Das ist halt so hart, damit das halt dann so besser steht. Und ja, hier vorne diesen Schlitz will ich vielleicht noch ein bisschen größer machen, weil der knickt dann immer so ein bisschen zusammen. Aber naja. Und ja, hier vorne sind dann noch diese Kartensymbole drauf. Da hatte ich, Moment, hier mir so Vorlagen gemacht mit so Schablonen aus dem Internet. Und dann habe ich die halt einfach auf roten Stoff übertragen, den wir noch hatten. Und dann mit Bügel, wie heißt das, Bügelpapier? Nee, so Bügelstreifen. Also man bügelt das dann hinten drauf und dann klebt es und dann kann man es rüber bügeln. Ich fand das so auch schöner, weil ich nicht wollte, dass dann da so Nähte sind oder irgend sowas. So, und hinten drauf ist dann nochmal mit den anderen. Es ist leider jetzt ein bisschen sehr dunkel. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. Ja, meine gute Kameraqualität immer. Ja, so, da hinten sind dann die noch drauf. Und ja, das Einzige, was mir dann jetzt noch fehlt für Hisoka, wären noch so Armreife hat er. Also einmal in den Handgelenken und weiter oben. Aber die sind halt auch in Pink. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die mache, dass die halt nicht runterfallen. Muss ich mal gucken, vielleicht nähe ich um ein Gummiband rum, so mit so rosanem Stoff, weil ich habe hier auch noch ein bisschen Stoffreste in Pink von diesem T-Shirt und auch noch in Schwarz allerhand.
Also bei Cosplay habe ich mir so, ist mir so aufgefallen, einfach alles aufheben, weil man weiß nie, wofür man es benutzen kann. Also ja. Ja, und zu den Perücken habe ich hier dann noch Perückennetze. Einmal in schwarz und einmal so. Aber ich muss sagen, ich mag das hier lieber, weil das ist auch hinten zu. Ich weiß nicht, warum die anderen immer offen sind. Man bekommt ja immer, wenn man Perücken kauft, irgendwie solche mit. Aber ich mag das ehrlich gesagt nicht so ganz, wenn die hinten offen sind. Und ich finde dieses Band hier auch besser. Das von dem Schwarzen hat mir immer so in die Kopfhaut eingeschnitten. Ich weiß nicht. Hab einen ziemlich großen Kopf oder so. Und ja, wie gesagt, hier hinten offen. Aber naja, also manche benutzen es halt trotzdem gerne, deswegen, ja. Hier hatte ich dann noch so ein paar Strähnen. Ich weiß nicht, ich habe die bei mir zu Hause einfach gefunden. Weiß der Geier, woher die sind. Aber man weiß ja nie, vielleicht kann man das ja irgendwie mal benutzen. Ja, ansonsten habe ich dann hier noch so ein paar Sachen rumfliegen. Hier eine selbstgemachte Augenklappe, die aber auch nicht so ganz hält, wirklich. Ja, diese Dinger sind so ein bisschen doof zu knoten, aber ich dachte mir vielleicht, ich wollte vielleicht mal Ken cosplayen, deswegen ja, aber mal sehen. Dann habe ich hier auch noch so ein selbstgenähtes Dreieck, dieses Geister-Dreiecks-Ding, wie zum Beispiel hier Dings aus Bloodlet. Ich habe leider ihren Namen, Fuyumi, hieß sie so. Ja, sie hat ja auch so eins. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Einfach aus Lust und Laune. Ja, dann hier habe ich noch diesen Anhänger. Na, hat sich ein bisschen verkettet. Von Chunibyo. Der war ja bei der DVD-Box dabei. Ja, dann hier noch ganz viel von diesen Verbandrollen, weil es gibt einfach so viele Charaktere, die einfach solche Verbandrollen haben. Und ja, deswegen sind die da schon mal. Ja, hier habe ich auch noch irgendwie weiße Handschuhe. Keine Ahnung, wenn ich mal Butler-mäßig was cosplay oder so. Ich habe hier einfach so Zeug rumliegen, wo ich nicht wusste, dahin damit und dachte mir, ja, wenn ich irgendwann mal sowas cosplay, kann ich das gebrauchen und ja. Ja, das war's eigentlich auch schon. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht. Ja. So, das war's dann von diesem Video. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet, ob ich vielleicht, wenn ich dann ein neues Cosplay mache oder so, auch mal filmen soll, während ich das mache, wo ich nicht sicher bin, ob ich das dann immer so machen kann, weil, ja, mir hilft, wie gesagt, meine Mutter auch sehr viel und wir machen das alles unten im Keller und ob ich das dann so und meine Videoqualität ist ja auch nicht so gut. Aber generell, wie ihr es fand, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten Bilder dazu findet ihr auch auf Insta von den Cosplays und so. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!